Ist ja der Draco Sanctorium, das Schrein für der erste Dungeon sozusagen. Wenn ich nur sozusagen, es ist der erste Dungeon. So, was sehr faszinierend ist, die Drachen darüber. Die sind so ein bisschen aus wie, oh, sieht man schon im Boden, wie man ziehen muss. Egal. Ja, ich muss sagen, ich weiß persönlich nicht, wie ich dieses bei die Dungeons halt auffassen werde. Ich werde mal gucken. Also ich finde, die beim letzten Mal spielen fand ich sie okay, aber so im Nachhinein habe ich die irgendwie gerade sehr als im Kopf. Aber ja, wer weiß. Kann zwar trotzdem nett sein. Wir werden es einfach, ich sag mal, im Stream ist das ja natürlich auch mal eine andere Sache. Und ja, mal schauen. So, da haben wir Fackeln. Damit kann man sich teleportieren hin und her in den Dungeons. Da gibt es meist 3 Stück oder so von. Bei diesen Vasen mit dem Rauch drin. So. Der Schlüssel. Was ist denn mit meinem Handy los? Boah, bei mir ist heute auch das Internet voll schlecht. Der Princess meinte ja, dass sie heute nicht dabei ist, weil das Internet bei ihr nicht geht. Bei mir ist das, seit gestern ist das auch irgendwie immer problematischer und heute auch wieder. So, ich glaube, mehr gibt's hier nicht in den Raum. Ich hoffe, wir kriegen ja... Ach, guck mal, das sind die Wassereimer, ja. Wäre noch relevant. Ich guck mal ganz kurz, nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Ach, guck mal, hier ist das Zeichen von dem Dings drauf, ne? Nee, alles gut, hab keine Nachricht bekommen. Ja, manchmal, dass man irgendwie was bekommen hat, aber egal, ihr wisst schon. So, wir müssen hier weiter. Die Musik ist übrigens, hört sich sehr an nach dem zweiten Dungeon aus Ocarina of Time. Den King Dodongos Höhle oder die Höhle der Dodongos? Dodongos Höhle? Dodongos Höhle. Was generell auch eine krasse Sache ist, weil eigentlich sind wir jetzt auch in so einer Art Lage wie bei Dodongos Höhle oder generell wie bei den Goronen, aber wir sind nicht bei den Goronen. Schon faszinierend. Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel. Also, wir sind ja bei den Zoras. Oh, okay. Hab mich voll erschreckt. So. Ach ja. Hier ist übrigens das gefährlich, man kann die Brücke hier kaputt machen. Ich glaube, das soll auch damit gezeigt werden, wenn hier eine Fledermaus rumschwirrt. Okay. So. Sehr viel Tutorial. Game Design, Leute. Game Design. Ja, lang ist jetzt der Dungeon nicht, aber der ist so ein bisschen verwurstelt. So, den Raum mag ich übrigens nicht. Also er ist okay. Mag ihn aber trotzdem nicht. Die Karte. In welchem Zelda-Teil? War das in Skyward Sword oder so? Wo die... Ich glaube, das war in Skyward Sword. Da haben die Karte zusammen mit dem Kompass kombiniert. Und ich habe irgendwie das überhaupt nicht mehr im Kopf so. Ob das jetzt wirklich so war. Und im Prinzip ist es ja hier auch der, sagen wir mal, der zweite Dungeon in Anführungsstrichen, weil der, ja. Also die verwunschene Bastion ist jetzt kein Dungeon, aber. Ja. Warum sind hier also Dinger? Aber im Prinzip hatte der schon Anleihen dafür und später wird er zum Dungeon. Wir kommen später nochmal dahin. Hashtag Spoiler. Naja, gehen wir mal weiter. Und ich dachte, hier wird es wieder dunkler. Aber ich wollte gerade sagen. Warte, wie kann man hier nochmal weiter? Weil mit dem normalen Schwert kann man hier tatsächlich nicht durch. Oder? Oh. Immer einsammeln.
Da geht's weiter. Übrigens meine ich auch nicht diese Mechanik, dass man Waffen einsammeln kann und so. Oh, rotes Genie. Das rote Schleimgelee gefunden. Es wird in der Beutetasche aufbewahrt. Das rote Gelee hält viele wertvolle Bestandteile, die wahre Wunder gegen Erschöpfung wirken. Allerdings muss sie noch weiter verarbeitet werden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt grünes, rotes und blaues Gelee, oder? Und wieso war das? Oh, der Schlüssel. Naja. Schade, konnte das Schwert nicht mitnehmen. Egal. Au. Abkürzung. Ich weiß nicht, ob die Dinger direkt kaputt gehen. Ich glaube, die gingen direkt kaputt. Immer schön aufpassen. Na. Ju. Nee, doch nicht. Hä? Ich hab den Dungeon echt anders im Kopf. Aber wir sind ja erst auch hier so auf der ersten Ebene. Und ich glaube, jetzt kommt ein Raum, den ich nicht mag. Ja, den Raum mag ich übrigens nicht. Wegen der Stelle da vorne. Weil hier müssen wir später tatsächlich nochmal rein. Und das ist halt ein bisschen doof. Komm raus. Ne, da ist gar keiner. Ist der hier drin? Ja. Oh, hier ist eine magische Kugel. Je nachdem, wann man schlägt, kommt da immer was anderes raus. So. Ja, warum mag ich den Raum nicht? Weil, ja, habe ich ja gerade gesagt, man muss hier noch mal hin. Denn da vorne, und zwar, ja, warte. Oh, gehen wieder aus? Hier. Ja. Muss man später nochmal hin. Und da kommt man leider jetzt noch nicht hin. Da kann man erst mit dem Dungeon-Item hin. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das jetzt hier offen bleibt. Ich hoffe es mal. Aber hey, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, der ist aber auch nur, wie heißt das? So eine Seekarte drin, aber trotzdem. Das ist so cool, ne? Wenn man einfach so aus dem Dungeon kommt, man ist außerhalb des Dungeons. Ich weiß gar nicht, also in Link to the Past gab es, glaube ich, so ein Dungeon. Gibt's das in irgendeinem... Ja. Dass man außerhalb von einem Dungeon auch kämpft. Gibt's das in irgendeinem... Also ich... Ich glaube, in Ocarina of Time gab es das nicht. Ich glaube, in Majora's Mask auch nicht. Meine ich. Hä? Ach so. Schnell gab es da die Stelle. Ich drück nach. Ich drück doch nach oben! Ja, toll, jetzt sehe ich nichts. Okay. Okay, Schild hilft nicht. Droppt da bestimmt eine Feder? Ja. Nee, ist egal. Die brauchen wir später. Ich warte mal. Wie lange dauert das? Hey, mach, komm. Okay, ist jetzt aber auch nicht. Wir sind aber auch nicht schnell rüber, sage ich mal so. So. So, ist hier eine Bombe. Huh!
Das ist doch jetzt nicht das... Hä? Wie ist der denn da hochgeklettert? Ist nicht wahr, ne? Jetzt der Kackvogel wieder da? Okay. Spawn. Aha, Mann. Sehr gewagt. So. Ich fand Link war gerade auch geil. Wieder rein. Okay. Ja. Ja, das Rätsel ist okay. Ich weiß auch nicht mal, wie das ging, um ehrlich zu sein. Ich kann das nicht auch. Seht ihr es aber nicht, dass wir tot sind, oder? Ja doch, klar, jetzt kriegen wir noch ein Viertel Herz abgezogen. Ich wollte nur ein Witzchen machen. Hä? Okay. Achso, genau, und man kann, das ist jetzt das Coole, hier ist ja ein Mauseloch und ich weiß nicht, ich glaube... Ich weiß nicht, wo es erklärt wird. Wir können das Futter an dem Mauseloch hinschmeißen. Guten Tag. Verkauf dir was Schönes. Was willst du? Universalfutter, Putt-Putt-Frucht. Nichts davon. Fetzkragen. Man deckt für den Unterhalt. Ja, aber das sind aber alles Sachen, die ich nicht brauche, du. Was, diese durchtriebenen und diebische Ratten, die den Leuten die möglichen Sachen stibitzen, siehst du nicht zum ersten Mal, oder? Ich verstehe, dass sie dich wütend machen, aber Ratten sind nun mal Ratten. Probier doch mal etwas Futter von einem. Ist ja nicht so, als hätten wir das gerade gemacht. Von einem ihre Rattenlöcher zu streuen. Vielleicht geben sie dir was von ihrer Beute ab. Ich war mir nicht mehr sicher, ob die es hier im Spiel erwähnen, aber ja, anscheinend tun sie es. Also nochmal erklären, dass, wie das funktioniert mit den Ratten. Hey. Ist das jetzt nur deswegen? Oh, da hinten ist noch was. Na, hier könnte der Kompass dann drin sein. Ja, ohne Dungeon-Item bringt mir der Nullkarte nicht viel. Ja, ist der Kompass. Jetzt weißt du, wo sich alle Schätze in diesem Labyrinth befinden. Ja. Ich habe mal geil das Labyrinth genannt für das alles. So. Da ist nur eine Truhe. Ich dachte, die Ratten hier geben einen irgendeinen Potion, aber anscheinend nicht. Kleinen Schlüssel gefunden, damit kannst du verschiedene lassene Türen in diesem Labyrinth öffnen. Sehr, sehr schön. War zu, ne? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, die war zu. Oder? Ja. Oh. Und wieder raus. Ja, ein Herz noch. Danke. Ja.
war eine Vogelfeder. Tja. Du hast eine Goldfeder gefunden, sie wird in der Beutetasche aufbewahrt. Eine goldene strahlende Feder umgeben von einer eigenartigen und faszinierenden Aura. Ein sehr beliebtes Accessoire bei geflügelten Damen. Mal sehen. So, weiter geht's. Ich kann mich gerade sehr schwer an diesen Raum erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich schwer. Erinnert mich echt an Majora's Mask, da gibt es auch so einen ähnlichen Raum. Oh, Glücksamulett gefunden. Ja, warum steht jedes Mal derselbe Textnummer da? Ich hab's doch schon gelesen. So, jetzt aber. Irgendwie geht die Wirbelattacke, muss man viel weiter wirbeln als bei den anderen Spielen. So, die da. Sonst war hier aber nichts, ne? Nee. Ja. Ich glaube, die Hälfte haben wir fast. So, was ist hier los? Oh. Ja, das ist zum Beispiel einer der Teleporter. Also einer der weiteren. Jetzt haben wir den geöffnet. Ich glaube, hier sollte man... Ich weiß nicht, es gibt irgendwo eins... Naja, wir sind im Hauptraum, ne? Da kann man runterfallen. Oder sollte man soll man runterfallen? Je nachdem, wie man es nennen will. Eigentlich haben wir genug. Der Raum ist cool. Aber den mag ich auch nicht. Ich mag heute nichts. Entschuldigung, wenn ich das die ganze Zeit sage. Ich bin schlimm, ich weiß. Ja, warum ist der Raum komisch? Hallo? Genau. Wir müssen halt die Knaben aus den Dingern raussuchen. Ich weiß auch gar nicht, ob man die dafür voll kaputt machen muss oder so. Oder ob die selber rausgesprungen... Oh, okay, man muss die einfach kaputt machen, alle. Die haben aber auch... Also muss man auch immer echt lange schlagen, bis... Das waren schon alle? Oh. Bin irgendwie enttäuscht gerade. Naja. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet. So, jetzt irgendwo noch eine Truhe. Ach, da unten. Okay, ich sehe sie schon. Da. Ein Bockstock. Aber ich hätte mal wieder Bock, Breath of the Wild zu spielen, ne? So, da ist kein Schlüssel drin, sonst würden die dann so einen riesen Aufriss für machen. Bestimmt wieder so ein Medaillon oder so. Schatzkarte, sehr, sehr schön. Ja, ja, ja. Ist okay. Ja, ja. Mhm. So, schauen wir doch mal nach. Also, da ist noch ein Raum. Dann kommen wir, ich glaube, an... Ich will nicht mehr. Nein, alles gut. Oh, oh, wow, 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 wow. Bitte. Okay. Ja, das
Vieh, das kommt halt wieder. Das ist das Problem. Auch wenn ich es töte, es spawnt es halt wieder. Direkt. Deswegen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. So, das hätten wir. Ach, das sind Totenköpfe, ich dachte... Ah, okay, hier sind wir. Da ist der Bossraum. So, und das Ding muss ich irgendwie kaputt machen. So, wieso hat das nicht geklappt? Ich weiß es nicht. Genau. Genau, und dann haben wir den nächsten Teleporter. Und da vorne... Okay, müsste es gleich weitergehen. Aua. So. Ich würde aber... Ja. Ich würde aber sagen, wir machen eine kleine kurze Pause. Und dann gucken wir gleich weiter. Und ich hoffe nicht, dass das Vieh bis hier hinten hinkommt. Aber ich glaube, es tut es nicht. Deswegen machen wir jetzt so Pause, weil dann habt ihr noch ein bisschen was zu gucken. So, bis gleich.